Und erste Stadt, frischer Obert, Erholungsgarten gehört jetzt uns. Eine Perserstadt wurde vampirisch oder ungarisch oder wie immer man das nennen will. Oder wurde zu Gulasch, ich weiß es nicht, irgendwas in der Art halt. Wie Gulasch geschrieben wird? Ja, unser Gulasch anders als der andere. Der wird mit G-H-U-L geschrieben, weil der von Vampiren und von Gulen fabriziert wird. Gulasch, ja. Komm, Details, Details, lass uns weiterspielen hier. Erholungsgarten haben wir erobert. Was holen wir uns hier als nächstes jetzt hier rein? Dinge reparieren, ja. Stadtmauer reparieren, nein. Wir beholen uns nachher den Stahl. Lager reparieren könnte wichtig sein. Stadtmauer reparieren. Stadtmauer gibt es noch gar nicht. Ach, die wurde zerstört. Wir reparieren mal das Lager als erstes hier. Okay. Könnten hier auch Dinge kaufen. Die haben zwar, aber brauchen wir nicht unbedingt. Einmal wieder rauf. Hallo und Fnatic Mock nochmal. Huh, zurück. Danke für 26. Abo. Wir könnten einen Gouverneurstitel reinpacken und sollten es dann machen, falls es hier Probleme gibt. Mit Loyalität. Oben läuft eine Kanalwette im Chat. Ich klicke die mal an. Triff die richtige Vorhersage. Wie viele Städte kann WB heute erobern? Bleibt bei einer, zwei, drei, vier bis fünf, sechs oder mehr. Viel Erfolg. Ihr könnt Glücksspiel machen. Oben läuft eine Kanalwette. Kanalwette läuft. Loyalität ist im positiven Bereich. Ei, der Daus. Plus 8,5. Garnisonseinheit. Druck durch Bürger in der Nähe. Wir haben coolere Städte als die anderen. Wir müssen noch nicht mal einen Gouverneur dort platzieren. Super. Ich bin begeistert. Ach, hier hätten wir plündern können. Nee. Hier wird einmal jetzt repariert. Geheilt. Mehr Kampfstärke gegen Nahkampfeinheiten, bitte. Lass uns mal. Ach, den können wir nicht rausziehen. Das ist ja doof. Dann können wir eventuell. Können wir die Drohne hier reinziehen? Nee, ne? Leider nicht. Was wir uns als nächstes ist fahren, ne? Und dann geht's rauf zu Marcells Technikschule. Lass uns schon mal hier vorziehen und. Ach, wir müssen eine Drohne hier links auch platzieren. In zwei Runden ist hier eine. Wisst ihr was? Wir holen uns mal eine weitere noch. Eine weitere Drohne von hier unten, bitte. Danach erst das Kohlekraftwerk. Geht auch so. Okay? Oder haben wir ein Stromproblem hier gerade? Tatsächlich, wir haben ein Stromproblem, nur ein kleines. Ahnt's mal in der Reihenfolge hier. Also drei Drohnen klingt nach Luxus, aber wir brauchen keine drei. Das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Die meisten von euch sind doch auch selber Drohnen, oder? Also männliche Gestalten, die eigentlich nur für die Begattung und für die Fortpflanzung sinnvoll sind und der Königin dienen und auch selber nicht arbeiten oder im Haushalt mit anfassen, arbeiten gehen, was auch immer. Wer von euch hat den im Real Life, kurze Frage an euch, nur an die männlichen Zuschauer, nicht an die Zuschauerinnen, wer von euch hat im Real Life den Status Drohne oder zumindest eine Ansicht eurer Partnerinnen oder eures Partners, die Stellung Drohne in der Partnerschaft, weil tu nix und bin nur für die Verstreichen, Liebkosen und für die Fortpflanzung gut oder noch nicht mal dafür. Sowas Schönes hat noch nie jemand zu mir gesagt, mein Tobi. Kann man Drohnen zu Armeen zusammenfassen? Fnatic Mock im Real Life? Nein. Bei Civ auch nicht, nein. Auch nicht. Das geht nicht. Nee, nee. So, bin mal gespannt, was er noch alles zu dem Thema schreibt. Das nehmen wir wieder raus. Das war Quatsch hier von mir. Es geht auch ohne. Wir wollen es nicht übertreiben hier. Hier oben wieder hin. Ach, die Einheit wartet da oben. Hier rauf. Bam, bam, bam. Hier können wir nachher noch plündern. Mit den Kollegen hier vorne können wir, glaube ich, hier schnell und flink plündern.
Ja, wenn wir mehr Fortbewegungspunkte haben, können wir uns Glauben holen. Ab und zu sollen sich manche auch schon zugedroht haben, meinte Better Advice. Schade, dass dir die Umlautzeichen ausgegangen sind. Oder was? Nein, war Absicht. War auch geistreich. Muss man dir lassen. Dann können wir gerade gar nichts machen. Ne? Hier können wir schon mal ein Stückchen vorziehen, wenn wir das wollen. Wir haben hier viele Truppen. Wir baden in Truppen. Wir können gleich einen Durchmarsch machen. Hier, mit der ziehen wir vor bis nach... Ah, wie doof. Ich wollte eigentlich dritten Ring hinziehen. Geht das? Oder? Das geht nicht. Dann bitte die Bewegung abbrechen. Bitte einmal die Beförderung machen, mehr Kampfstärke gegen Mauern. Vorhersageergebnis im Chat. 40% meinen, WB holt sich 2 Städte. 33% 4 bis 5. 7% 20% 3 Städte. Und eine Stadt oder ganz viele meinen 0. Das setzt mich unter Druck. Ich will so viele wie möglich heute holen, weil niemand an mich glaubt und meint, ich würde mindestens 6 holen. Das ist peinlich. Für euch, aber auch für mich. Basti, vielen Dank fürs 45. Abo hier. Ganz liebe Grüße. Danke für die netten Wünsche und danke dir nochmal. Ja? So, jetzt wollen wir mit der Drohne die beschleunigt Bombardeneinheiten. Die kann hier ruhig in der Mitte einmal stehen bleiben. Ah, mit dem können wir vorziehen, ne? Ja, jetzt haben wir ja keinen Platz für nichts und nirgends. Einmal hier hin. Mit dem Husar können wir jetzt nicht mehr plündern, hätte ich eben machen sollen. Den können wir nachher umzingeln. Ganz im Ernst. Wir können da hier die Stadt belagern, die ist jetzt schon belagert. Da gibt es Kontrollzonen rund um die Stadt. Das ist das durchgestrichene Herzsymbol. Das hilft uns gleich beim Beschuss. Graf Dracobull heilt eine Runde aus, ein bisschen. Dank. Ah ne, der müsste ein Feld tun. Das schafft er gar nicht von hier. Bleibt hier vorne stehen. Ein Tick kleiner. Noch kleiner als jetzt, Matze. Ernsthaft? Kleiner als jetzt? Ernsthaft, Matze? Ich bin doch schon ganz klein. Ich kann ein Stück weiter nach links. Ich könnte zum Beispiel Simsalabim. Das war der falsche. Ich könnte vielleicht Simsalabim. Ja, ich kann mich kleiner machen. So? So besser? Nein, kam zu spät, die Bitte, du warst schneller. Kein Kommentar. Jetzt sitze ich vor der Minimap, dank dir. Liebe Leute, Beschwerden bitte an den Matze richten hier. Unfassbar hier. Ich bin schneller als du. Es geschehen echt Zeichen und Wunder. Der bleibt zum Heilen hier vorne. Ach komm, liebe Leute, wir machen einen kleinen Speedrun für WB-Verhältnisse. Bitte zählt, gib mir einen Countdown von 10 auf 0 runter. Ein kleiner Speedrun. Ich brauche einen Countdown. Wer fängt mit 10 an? Ich will noch ein bisschen schneller ziehen. Bitte ein Countdown von 10 auf 0 runter, jetzt. Geht auch, danke. Und go, WB, go. Im Ernst, wir ziehen mal ein bisschen schneller. Buddha Lugusi setzt eine Runde aus, wenn daneben ein Versorgungskonvoi wäre, kann aber da gerade nicht hinziehen. Ist es der einzige Versorgungskonvoi weit und breit? Wir haben, glaube ich, links auch noch irgendwo einen. Wo ist er? Wo steht er? Wo haben wir ihn? Da, da ist ein Versorgungskonvoi. Dann können wir mit ihm tatsächlich eine Runde aussetzen und hier heilen. Und mit dem, der muss, Bloody Mary muss gar nicht heilen, mit dem können wir hier vorne eine Runde heilen. Prima. Eins wieder rüber. Bärpost, vielen Dank fürs 39. Abo. 13
Nee, nur ein Rasses Abo, genau. Back mit Civ 6. Liebe Grüße an dich, vielen Dank fürs Abonnement und für den Jubelschrei. Dann sind wir Defersongs Convoy, bleibt einen Moment hier vorne stehen. Mit dem sind wir mit der Bloody Mary. Bleiben wir noch hier. Nächste Runde greifen wir an. Wir können schon mal vorziehen hier vorne rüber und würden dann beschossen werden. Ist egal, machen wir einmal hier hin. Und dann noch einmal eine Runde nachher hier vorne vor. Nein, eine Runde aussetzen und wieder weiter nach hinten hin. Dann haben wir, ja stimmt, das Speedrun-Tempo ist in der Kanalwette nicht eingepreist, da müsst ihr alle durch. Jetzt bauen wir hier nachher noch, dafür müssen wir eine Eisenbahnverbindung, können wir hier rüber bauen. Das gehört ja mittlerweile uns, da können wir also Eisenbahnlinien ziehen. Wunderbar, das ist neutrales Territorium, da geht das auch. Die Bloody Mary könnte die schon angreifen. Machen wir nichts von. Von rüber einmal aus, nächste Runde plündern wir einmal hier vorne wieder hin, dann mit dem Bombardenchor, mit der den Drohnen, die von unten kommen, wenn wir gleich feuern. Das hat noch einen Moment Zeit, solange schwächen wir ein bisschen hier und sammeln XP. Mit dem Kollegen können wir schon ein Stückchen vorziehen, einmal nach oben hin und weiter. Hier wird Erkundung betrieben. Wir müssen Ausschau halten, ob wir immer noch im selben Kontinent sind. Wir dürfen nur Europa betreten. Alles cool und alles gut. Mit dem Siedler scouten wir auch alles noch in Europa. Denkt an die Hausregel unterwegs. Bei unseren Nachbarn decken immer mehr an Landschaft auf. Batumi, unter anderem georgische Städte. Mit dem Panzer von einer... Einmal von einer Suzerän-Armee wird hier auch noch etwas rumgescoutet. Von Preslav. Und eventuell geht es hier gleich nicht weiter. Mal gucken. Und das heißt wieder eine Runde weiter. Wir sind in Runde 212. Das bedeutet, wir sollten eigentlich alle Luxusressourcen haben, die wir brauchen. Wir könnten gucken, ob wir gleich noch strategische Ressourcen verkauft bekommen. Wo wir ja sehr, sehr viel Geld abplündern hier. Die Drohne noch nach vorne, mehr, es gibt nur eine Don Black und die konnten wir gerade nicht mehr ziehen. Die zweite man kommt sollte gleich. Nie einen Schützen kritisieren, solange man nicht mindestens 1,5 Kilometer in seinen Schuhen gelaufen ist. So ist er barfuß und man selbst gelangt außer Schussweite. So, ein Ranger. Das ist nicht etwa der gleichnamige, sehr nette Stream-Kollege, sondern ein Level-Up für einen Scout. Brauchen wir nicht, ist uns egal. Wir haben jede Menge neue Gesandten, können die Stadtstaaten bezirzen und würden dadurch im Augenblick keinen Bonus bekommen. Lassen wir also... Hier würden wir einen geringen Bonus bekommen. Ein bisschen Geld würden wir hier bekommen. Wir schicken mal 3 Stück hier hin. Und einer wieder runter. Dann checken wir erstmal das Thema Drohnen. Eine hatten wir an der Front. Eine entsteht, glaube ich, in der nächsten Runde. In Blutschwamm, genau. Jetzt geht es zum Angriff auf Isfahan. Loyalität ist immer noch zauberhaft hier. Alles gut. Jetzt schauen wir mal, dass wir hier möglichst rasch vorankommen. Dafür müssen wir vor allem die Drohnen, die den Belagerungseinheiten mehr Reichweite und Zugkraft geben, so weit wie möglich nach vorne platzieren. Die Bloody Mary und die anderen Vampire dienen gleich zum Angriff. Einmal hier hin. Einmal hier vorne hin. Einmal plündern. 472 Gold bekommen wir. Der einzelne Reiter aus der Antike, glaube ich. Ne? Antike oder Klassik. Über den wir schon gekarlauert hatten, er würde früh sterben. Hat uns sehr viel Beute schon gemacht. Weil der Perserkönig Kyros halt immer nur auf eine Einheit schießen kann, in jeder Runde pro Stadt. Mit seinen Mauern und mit seinen Banditen. Deshalb bleibt er oft, der feuert halt nicht auf den Reiter, sondern auf andere Einheiten, die er ernster nimmt. Bloody Mary und andere müssen weiter nach vorne. Hier, da können wir angreifen. Das ist schön. Oh, das ist schön. Die können wir gleich killen. Ah, jetzt habe ich hier. Einmal hier hin. Wunderbar. Wo ist Vampir Nummer 3? Wo ist denn Vampir Nummer 3 gerade?
Ein Vampir. Zwei Vampire. Einmal hier vorne hin. Wunderbar. Den habe ich leider schon weggezogen, weil wenn wir den töten, dann werden die beiden plus 1 bekommen, ja? Das könnten wir auf diese Weise machen oder durch Beschuss, es ist eigentlich egal. Sehr schön. Blutrausch für die beiden, die bekommen mehr Kampfstärke beim Angriff auf Feinde. Jetzt wollten wir mit dem Versorgungskonvoi nach vorne und die Bombarden auch weiter nach vorne. Oh, guck mal, wir können uns eine weitere kleine Bombarde gönnen. Wir haben genug Salpeter. Die kaufen wir uns hier vorne und ziehen sie dann an die Front. Einmal kaufen mit Glaubenspunkten für 475. Da wir mittlerweile hier Armeen nutzen können, können wir hier mit dem Chor zum Beispiel die hier rüberziehen und einmal damit verschmelzen. Sehr schön. Und mehr können wir uns nicht leisten, weil es uns an Salpeter mangelt. Das ist die Ressource, die uns gerade ein bisschen einbremst. Mit der Bombardenarmee wollten uns Isfahan zuerst holen. Der Versorgungskonvoi sorgt dafür, dass sie aus drei Feldern Entfernung schießen können. Das heißt, wenn wir hier, hier und dort Bombarden hätten, dann wäre das schon mal optimal. Einmal hier hinten hin. Einmal mit einer Bombarden und einem Bombardenchor hier vorne hin. Und das ist die Bombardenarmee, die wir gleich noch vorziehen. Im Augenblick geht das noch nicht. Die kann aus drei Feldern feuern. Nee, weil die weil das Versorgungskonvoi erst daneben ziehen muss. Das Konvoi, oder da ist doch einer. Da vorne steht doch einer. Ach, Fortbewegungspunkte sind unter 2. Deshalb geht das nicht. Wenn die bei 2 geblieben hätten, was machen können. Das machen wir das erst nächste Runde. Und hier haben wir eine Fortbewegung von nur 1. Das geht natürlich auch nicht. Wir können sogar schon ein bisschen einschießen hier. Ein bisschen XP sammeln. Im Chat. Sorgenvolle Aufrufe von Nekro, was bei Ludwig, dem bayerischen König, da sei. Der hat sehr viel Militär, ja. Das ist ja weit weg von uns. Ich glaube, du musst dir keine Sorgen machen. Von hier aus gleich feuern. Nur um XP zu bekommen. Mit der Drohne geht's hier rüber. Dann haben wir eine höhere Angriffsreichweite und können feuern. Hätte ich die früher gezogen, hätten wir auch damit schon feuern können. Denkfehler meinerseits, allerdings nur ein kleiner. Das hat funktioniert. Ja, im Schneckentempo. Das heißt, dass der grüne Balken sich nicht vergrößern kann, die Stadt kann nicht aushalten. Der blaue kann ohnehin nicht aushalten, solange die Stadt beschossen wird. Alles gut. Und dauert ein bisschen, wenn wir ein paar Bezirke komplett zerstören würden, dann wird das eventuell ja noch weiter nachlassen. Aber wir haben schon alle Bezirke, glaube ich, tot gemacht. Ja, haben die Stadt schon abgeriegelt, alles gut. Was bauen wir hier unten? Aquarium wurde gebaut. Sehr schön, gibt uns mehr Zufriedenheit, mehr Annehmlichkeiten. Sehr wichtig. Einheiten haben wir im Augenblick genug. Die würde ich ja nicht bauen. Wir haben auch kein Lager vor Ort, das diesen Einheiten irgendwelche Bonusse geben könnten. Wir könnten das Geld investieren in den Kauf von Forschungsgebäuden. Das halte ich für keine dumme Idee. Dafür brauchen wir allerdings, damit das Forschungslabor richtig effizient ist, braucht es Strom. Und Strom gibt es von hier unten, 6 Geländefelder weit, von dem Kohlekraftwerk aus, das im Bau ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, hier vorne in dem Campus ein Forschungslabor zu bauen, zu kaufen, bringt wenig, weil wir das nicht ganz ausschöpfen können. Falls wir hier vorne keines haben, hier haben wir keines. Hier sollten wir eins kaufen. Hier ist es in 7 Runden schon im Bau. Hatten wir hier oben ein Kohlekraftwerk?
Noch keines. Sag mal, hier eins kaufen. Wir könnten die Fabrik bauen oder kaufen. Die Drohne ziehen wir zu Ende durch. Der Kauf der Fabrik dauert, kostet 1,3. Kohlekraftwerke 1,2. Dann gibt es ja jede Menge Energie. Einmal die Fabrik und Produktion, auch für die Drohne und für andere. Einmal die Fabrik kaufen. Dann kaufen wir das Kohlekraftwerk hinterher. Das, und hier vorne bauen wir jetzt nach der Drohne einen Staudamm hin. Den können wir nicht beschleunigen und der wird uns hier extrem viel noch den Nachbarschaftsbonus erhöhen. Ist das hier ein Staudamm-Symbol? Nein, was ist das für ein Symbol? Ein Vampirschloss. Ach, da hatten wir überlegt, hier ein Vampirschloss zu bauen. Wir waren uns allerdings nicht sicher. Ich glaube, wir wollten hier... Hatten wir nicht mit dem Gedanken geliebäugelt, hier einen Staudamm hinzusetzen? Hier oder dort? Ja, wenn man hier... Denn das hier vorne ist ja schon ein Industriegebiet. Es gibt für ein Vampirschloss kaum Erträge. Das lohnt sich nicht. Ja. Wir machen hier... Wir ziehen hier ein solches... Ein Staudamm schon mal hin. Kommt hier vorne hin, wird gleich gesetzt und gebaut dann hier. Vampirschloss bauen, einen Staudamm woanders. Es wird schwierig werden, für den Staudamm einen anderen Platz zu finden, aber da wir hier ein neues Territorium erschließen, Benitia setzt sich mal drauf, dass er mit ein bisschen Glück und Geschick für das letzte neue Vampirschloss einen coolen Platz findet innerhalb des jetzigen Perserreiches. Darauf spekuliere ich. Ja? Also Aquarium, Forschungslabor haben wir verworfen. Händler bauen wäre eine Option. Bezirke, Campusdistrikt von Nosferamu ausbauen. Gurdwara im Bau. Dann bauen wir hier mal, das muss ja auch der Fall sein, mal einen Händler. Ach so meinst du das, Benitia? Du hättest gerne zuerst das Vampirschloss und das dann später da ein Staudamm hinkommt. Aber warum? Auf dieselbe Stelle. Warum denn? Isfahan. Wir könnten angreifen, hätten auch geringe Verluste, aber wir können genauso gut mit der Bombarde das ganze Sturm reinschießen. Das war der Plan. Kann sein, aber ich kann mich gerade nicht erinnern. Ich, ganz ernsthaft. Ich weiß von nichts, mein Name ist Bulla. Hase, ich weiß es nicht. Kann sein, kann nicht sein. Keine Ahnung. Hallo Matze. Matze spricht uns an auf das Gothic 1 Remake von THQ Nordic. Das werde ich vermutlich auf der Gamescom live streamen euch. Und zwar am Gamescom Donnerstag ab 12 Uhr. Von 12 bis 14 Uhr mache ich vermutlich einen Stream vom Gothic 1 Remake von der Gamescom und vom Titan Quest 2. Ich weiß, das sind zwei Rollenspiele, nicht unbedingt zwei Strategiespiele, aber das ist der jetzige Plan. Es sei denn, Gesundheit macht man einen Strich durch die Rechnung, aber so ist der Plan im Augenblick. Einmal plündern, bitte. Ja, das macht im Augenblick wenig Sinn. Also erstmal hätte ich gerne mit Bombarden alles runtergeballert. Hier können wir nichts plündern, da können wir nichts plündern. Hier bleiben wir... Das können wir nachher plündern. Nee, das können wir plündern. Und hier vorne können wir im Augenblick gar nichts machen. Und einmal mit der Bombardenarmee. Das geht nicht, weil die Drohne hier vorne steht. Und die andere Drohne ist auf... Aber wir haben ja nur eine Drohne bislang. Die nächste ist erst nächste Runde da. Deshalb geht das gerade nicht. Deshalb einmal hier rauf feuern. Dann mit dem Militärpionier fangen wir mal an, Eisenbahn hier rauf zu bauen. Na, Erholungsgarten. Dann mit der Panzerabwehrmannschaft könnten wir vorziehen, wenn Platz da wäre. Das ist alles zu eng hier.
es zum Heilen da. Bleibt er erstmal stehen. Panzerabwehrmannschaft kann sich eine Beförderung holen. Handwerker, drei Aktionen haben uns eben geholt. Wir könnten hier Fisch anschließen. Der Henker weiß warum. Wichtiger und cooler wäre irgendeine Strategie. Oder Modernisierung reparieren. Dafür ist er da. Bezirke kann nicht reparieren. Aber Modernisierung. Und da wir hier geplündert haben, sollten wir das echt machen. Ja. Er hatte drei Aktionen. Hier vorne kann er einmal die Pelze reparieren gleich. Der Versorgungskonvoi ist da für das Ausheilen von Einheiten. Also es ist echt eng. Es knubbelt sich. Necrofan meint, bei uns an der Front sieht es aus wie im Sommer Schlussverkauf. Und ja, wir warten wir einfach ab hier. Bisschen Erkundung betreiben bei den Alliierten. Mit Scouten, mit Siedlern. Willkommen bei einem Civ 6. Meiner Sieg für einem Civ 6 Partie mit WB. Das ist einfach. Ich glaube, das ist mein Markenzeichen. Handwerker als Köder anbieten für Barbaren, um die traumatisieren zu lassen, während sie mal kurz gefangen genommen werden und mit Siedlern scouten gehen. Also wenn ich irgendwas verbinde mit den Verrücktheiten, die wir bei Civ 6 Partien machen, dann das hier.